Hallo und herzlich willkommen zu diesem Einführungsvideo, in dem ich euch zeige, wie man mit SAP Sesam eine UCS Univention-Umgebung sichert. Hier befinden wir uns auf dem UCS Web Frontend. Über das App Center habe ich bereits den Sesam Server installiert, der läuft schon. Die UCS-Umgebung besteht ja immer aus mehreren Komponenten. In meinem Fall aus Kopano. Dann habe ich in KVM habe ich VMs am Laufen. Dann habe ich PostgreSQL-Datenbanken, MySQL-Datenbanken, OpenLDAP und ich habe eine OwnCloud am Laufen. Und zum Schluss habe ich noch diverse Files, die ich per Samba zur Verfügung stelle. Und das alles wollen wir mit dem SAP Sesam sichern und ich zeige euch, wie ihr dazu die ganzen Aufträge einrichtet. Jetzt wechseln wir in die SAP Sesam GUI. Da ist jetzt noch nichts großartig eingerichtet. Das Einzige, was ich schon gemacht habe, ist, ich habe hier unter Tasks habe ich Task-Gruppen angelegt. Das macht immer Sinn, mit Gruppen zu arbeiten. Das vereinfacht vor allem dann die Backups zu starten. Ich habe hier vier Gruppen: Applications, Bare Metal, Files, VMs. Das zeige ich dann gleich. Was ich unter die Applications reinlege, unter diese Applications-Gruppe. Alles andere ist eigentlich selbsterklärend. So, ich habe einen Datastore, der läuft, also sprich Backup to Disk. Dann gehen wir unter Tasks bei Clients und legen als erstes mal die Aufträge der Applikationen an. Dazu sage ich New Backup Task und ich klicke direkt auf diesen Browse-Button und dann sehen wir auch schon, dass wir die ganzen Applikationen angezeigt bekommen. Ich fange einfach mal von oben an mit MySQL und ich setze immer ganz oben das Häkchen. Das hat einfach den Vorteil, dass wenn ich ganz oben das Häkchen setze, dass die Quelle all verwendet wird. Das bedeutet, wenn eine weitere neue Datenbank dazu kommt, dann ist diese neue Datenbank automatisch mit in diesem Auftrag mit dabei und wird automatisch mitgesichert. So, ich weise diesen neuen Task, weise ich dieser Taskgruppe zu. Also sprich alle Datenbanken weise ich zur Applications Group zu. Ich gehe weiter mit PostgreSQL Datenbanken. Hier genau dasselbe. Dann Copano. Auch wieder natürlich ganz oben für ein Single Item Restore oder beziehungsweise Single Mail Restore. Natürlich auch zur Application Group. Den Task-Namen gefällt mir noch nicht ganz. Da sagen wir Copano. Dann will ich die Files von OwnCloud natürlich auch noch mit in die Application Group. Die finden wir hier. Nehmen wir einfach OwnCloud. Die zugehörige OwnCloud Datenbank. Die finden wir hier unter MySQL und ist hier mit dem MySQL-Auftrag bereits schon erschlagen.
Schauen wir nochmal ganz kurz rein, ob das wirklich so ist. Genau, da ist sie, OnCloud-Datenbank. Und schauen wir noch, ob wir noch was vergessen haben. Ja, es fehlt noch etwas, nämlich OpenLDAP. OpenLDAP, den Auftrag dazu, den legen wir an, indem wir einen kleinen Trick anwenden. Wir machen hier Source, also Quelle All. Sagen Open LDAP. Speichern das ganz kurz ab. Da ist er. Und switchen dann den Task-Typen von Pfad-Backup auf Open LDAP. Das, hier haben wir ihn. So. Wir müssen natürlich noch Open LDAP auch die Application Group zuweisen. Und damit haben wir jetzt alle Applikationen von der UCS-Umgebung in der Application Group zugewiesen. Das können wir auch hier sehen. Task by Groups. Da haben wir sie. So. Als nächstes legen wir den Auftrag für die VMs an. Für jede VM ein eigener Auftrag. Weisen natürlich das Ganze wieder der VM-Gruppe zu. Wir nennen das auch VM. Das ist schöner. Die zweite VM genauso. Auch zur VMs Group. Dann gehen wir gleich weiter und legen ein Linux BSR für Bare Metal Recovery. Den Auftrag BSR nennen wir ihn einfach. Dazu haben wir eben auch eine Auftragsgruppe. Und zum Schluss noch die ganz normale Pfad-File-Sicherung. Dazu gehen wir einfach hier ganz oben auf All Local File Systems, sodass wir auch wieder die Quelle All haben und weisen das der Files Group zu. So, jetzt haben wir wirklich alle Aufträge angelegt für die UCS-Umgebung und haben sie auch bereits alle Aufträge den entsprechenden Gruppen zugewiesen, wie man sieht. Die Gruppen sind einem Zeitplan zugeordnet, einem Schedule. Das habe ich schon im Vorfeld gemacht, wie man hier sieht. Hier ist das Häkchen. Die Applications, die würde jetzt zum Beispiel mit Backup Level Full am Samstag um 10 Uhr in den Datastore gesichert werden. Und für die anderen Gruppen ist es auch so. Gibt es auch ein Schedule. Und das Schöne ist jetzt, dass ich vier verschiedene Gruppen habe und ich die Möglichkeit habe, die Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten auch die Backups zu starten. Wie man hier sieht. Filtern. Hier haben wir auch nochmal die Schedules mit den ganzen Aufträgen. Und damit bin ich jetzt safe. Zum Schluss ist es sinnvoll, die Aufträge per Sofortstart einfach mal anzustarten, um zu testen, ob die Sicherungen sauber funktionieren. Damit sind wir auch schon am Ende. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.